Weiter geht's im Schloss hier in Resident Evil 4. Im letzten Part der Einstieg hier in dieses neue Gebiet war ja schon ziemlich scheiße. Leon, where's your current location? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. They must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Ja, scheiß Verbindung. Wie gesagt, der Einstieg hier in das Schloss war schon ziemlich scheiße. Wir sind gleich zweimal gestorben, beziehungsweise direkt vor dem Schloss, wenn man das mit einbezieht, gleich viermal. Also echt eine wunderschöne Begrüßung. Was haben wir hier? Ein Platinschwert auf der Goldplatte. Platinschwert nehmen. Ja, ich nehme es jetzt einfach nur mit. Ich hoffe, das macht keinem irgendetwas aus. Ich weiß es nicht. Oh, okay. Hier warten schon ein paar Gegner auf mich. Alles klar. Dann gehe ich mal hier runter. Haben wir Schrotflintenmunition? Ja. Ein bisschen, aber ich nutze lieber noch ein bisschen die Pistole. Du, bitte erstmal ganz langsam. Ich hoffe, das klappt. Alles klar, ja. Na, komm. Lauf die Treppe runter. Ja, genau. Du auch? Die fallen alle drauf rein, ne? So, komm, stirb, alles klar. Waren das schon alle? Ja. Die Musik sagt ja, das waren alle. Okay, dann erstmal alles schön einsammeln. Rotes Kraut, immer wieder schön. Alles klar. Habe ich gerade das rote Kraut von einem von euch genommen oder wieso seid ihr jetzt so wütend? Es hört sich an, als wäre direkt rechts neben mir einer, ne? Also wenn ihr mit Kopfhörern das Video guckt, dann... Das ist gerade echt schlimm, genauso wie das hier. Alter. Ah, Ashley, komm mit. Das ist... Der Virus sieht auch ein bisschen anders aus als bisher, weil der hier kann, wenn er uns zu nahe kommt, uns insta-killen, also sofort töten, indem er Leon den Kopf abbeißt, und das muss nicht sein. Das möchten wir schon vermeiden, okay. So, zack. Oh shit. Wow, ganz. Treten. Nein, nicht das Einsammeln. Treten. Ja, okay. Stirb. Ich glaube, unten ist auch noch einer. Es hört sich so an. Ja. Unten ist noch einer. Wieso läufst du jetzt diesen Umweg? Was machst du? Idiot. Okay, kommt der Typ jetzt vielleicht hoch oder muss ich zu ihm? Ich glaube, ich muss tatsächlich zu ihm nach unten, aber zuerst mal hole ich mir die ganzen Items. Das muss sein, das war's auch schon. Gut, ja, auf was wartest du? Alles klar. Kann ich den nicht erwischen? Doch. So ein bisschen. Treten, zack. Der hält ein bisschen mehr aus als die anderen, ja. Auf jeden Fall, ja. Schön den Arsch aufschlitzen und jetzt kommt der fucking Parasit, natürlich. Der hält natürlich auch noch mal ein bisschen was aus. Also der schluckt schon einige Patronen. Aber das war's schon. Boah, voll die eklige Explosion. Alter Schwede, 4500 PTAS, also das war schon ein reicher Gegner auf jeden Fall.
Goldschwert auf der Platinplatte. Goldschwert nehmen, ja. Das ändern wir hier mal kurz, weil das passt hier irgendwie nicht. Platinschwert auf die Platinplatte, jetzt passt's. Und das Goldschwert auf die Goldplatte. Und dann sollte sich etwas tun, nämlich öffnet sich diese Tür im oberen Stockwerk. Ein bisschen Rätsel lösen. Muss auch mal sein. Okay, wo sind wir jetzt? Ist das das, was ich glaube? Ja, jetzt kommt der Cutscene. Okay. Leon! Louis! I've got something for you guys. What? Oh, shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. He is better with the ladies. I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. Okay, der Louis... Ich wollte jetzt sagen Leon. Der Louis holt das Medikament gegen die Parasiten. Ich höre Schritte. Okay, okay, jetzt... Jetzt wird's gerade ein bisschen laut. Oh, okay, okay. Schrotflinte. Was ist mit euch los? Voll umgeboostet. So. Oh, sehr schön. Oh Gott, Leon, geh weg. Ashley, du auch. Ich weiß nicht, ob der Ashley insta-killen kann. Ich will es auch gar nicht herausfinden. So, komm her, dass du schön viel Schaden bekommst. Und zack. Erstmal reloaden, ganz wichtig. Okay. Scharfschützenmunition. Hier ist, glaube ich, verschlossen. Ja. Da müssen wir erstmal einen Schlüssel finden, schätzungsweise. Da kommen auch schon die nächsten. Oder der nächste. Ich weiß nicht, wenn er allein ist, ist das ganz chillig. Anscheinend ist er allein, ja. Das heißt, du kriegst hier ordentlich erstmal die Brust aufgeschlitzt. Und ja. Droppt da was? Nö, dann schauen wir mal, was hier abgeht. Ich glaube, Ashley lasse ich erstmal draußen. Das wäre, glaube ich, besser. Ja, ja, ja. Doch, doch, doch. Du wartest nicht hier, weil ich glaube, die können, wenn sie Ashley haben, durch diese Tür und dann ist sie weg. Auf geht's. Mal schauen, was wir hier machen können. Hier ist ein explosives Fass. Und hier sind Typen. Kann ich die rauslocken? Der hat mich jetzt gesehen, oder? Warte, kommt der durch die Tür, oder? Ja, der kommt von hier. Der ist tatsächlich gar nicht mal so dumm. Interessant, das war jetzt einfach mal ein One-Shot. Wieso nicht? Kann man machen. Ach, da ist noch einer, alles klar. Ich glaube, dieser One-Shot, das funktioniert, wenn er einen nicht anguckt. Und man ihm dann einen Headshot verpasst, dann... Jo, ich dachte jetzt eigentlich, der wäre tot, alles klar. Parasit, nö, gut. Items, Items, Items. Ja, dieser One-Shot geht, wenn er einen nicht anguckt und man ihm einen Headshot verpasst, dann glaube ich, dann funktioniert das. Ja, es ist gar nicht mal so schlecht, dass ich hier bin, weil da oben ist ein Typ mit einer Armbrust. Den
dem sollten wir uns erstmal entledigen. Weil der kann sonst ziemlich nervig sein und... Ja. Okay, alles klar. Auf jeden Fall... Das sind jetzt wieder neue Gegner, beziehungsweise Gegner mit neuen Werkzeugen, mit Schildern. Das ist eigentlich ganz einfach. Einfach mit der Shotgun die Schilder wegpusten, dann ist es gleich ganz easy. Das sollten jetzt auch erstmal alle gewesen sein hier in diesem Gebiet, oder ist hier noch jemand? Nö. Okay, da ist das explosive Fass. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, denn in diesem Raum ist der Schlüssel für diese große Tür draußen. Der ist in dieser Kiste. Und sobald ich den nehme, das habe ich nicht vergessen, dann kommen ganz, ganz viele Gegner hier reingestürmt. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ich auf dieses Fass dann schieße, damit die alle sofort tot sind und mir keinen Ärger bereiten. Du hältst Burgtorschlüssel. So, das sind sie schon. Sehr schön. Alle tot? Yo. Sehr, sehr nice. Also ich weiß nicht, ob jetzt draußen auch neue Gegner sind. Ich glaube nicht. Nö, gut. Das heißt, Ashley, komm mit. Wir können in die Burg hinein. Endlich. Schlüssel, Burgtorschlüssel. Brauchen wir den eigentlich noch? Nee, den haben wir schon benutzt. Naja. Burgtorschlüssel verwendet. Ah, okay. Ich bin jetzt mal leise, denn jetzt kommt gleich eine Cutscene, die für den Verlauf des Schlosses sehr, sehr wichtig sein wird. Man hat das Lachen schon gehört. To wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with a prodigious power from the great Lord Saddler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, my, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never! Got that right. We'll find a cure. Im Dorf hatten wir nämlich den Bürgermeister als Hauptbösewicht. Und hier im Schloss ist es dieser Salazar. Ein, ja, kleiner Mann mit großer Fresse. Das ist ja auch so ein Klischee, ne? Kleine Leute haben immer, reißen immer das Maul auf. Klischees sind scheiße, ich weiß, aber bei dem stimmt's halt einfach. Hier wird uns erstmal der Zutritt verwehrt. Ich glaube, dass hier dieser Weg würde direkt zum Thronsaal führen, oder wie auch immer man das nennt bei einer Burg. Schlossburg, ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt, wie das heißt. Thronsaal, ja, irgendwie so. Hier sehen wir wunderschöne Dekoration, aber etwas fehlt. Mhm. Nämlich das Viech, gegen das dieser Krieger hier kämpft. So, wir haben zwei Türen. Eine hier ist verschlossen mit Gitterstäben. Wenn ich das richtig sehe, oder? Das Ding rührt sich nicht. Ist wahrscheinlich von der anderen Seite verschlossen. Okay, nee, diese Gitterstäbe sind nur Verzierung an der Tür. Aber sie ist auf jeden Fall verschlossen. Hier werde ich erstmal speichern. Und dann gehen wir durch diese Tür. Ah, ich sehe gerade, wir sind schon Kapitel 3, okay. Also Kapitel 2 ist jetzt auch schon vorbei. Das ging doch tatsächlich ganz fix.
Zumindest kam es mir so vor. Da unten sieht aus wie ein Gefängnis. Und ich höre eine Art Rauschen links von Leon. Also jetzt hinter Leon, da den Gang da weiter. Erstmal die Items einsammeln. Da unten sind auch ein paar Sachen. Da hängt ein Blatt. Wait. Warte mal eben hier. Ist hier was? Nö. Follow me. Dann komm wieder her, weil ich habe jetzt keinen Bock, dass da irgendwie Gegner spawnen, wenn ich jetzt das Blatt hier nehme, dass die dich dann mitnehmen. Ich weiß es ja nicht. Luis Serra fangen. Ja, die nächste Notiz. Ja, sie wollen Luis wieder einfangen, jetzt wo er in der Burg ist. Mal schauen, ob die das schaffen. Ich hoffe nämlich eher nicht, weil sonst können Leon und Ashley sich nicht heilen vom Parasiten. Gefängnisschlüssel, okay. Gegner irgendwo gespawnt. Nicht? Okay. Da müsste ich das mal vorstellen. Ihr wisst einfach, dass ihr so einen ekligen Parasiten im Körper habt. Wait. Also ich würde echt ein bisschen nervös werden. Eine vielleicht widerstandsfähige Tür, vielleicht ein Gefängnis? Ja, das haben wir ja schon gesehen. Deswegen Gefängnisschlüssel benutzen und erstmal schauen, was es hier gibt. Es gibt sogar einen Gefangenen, der sich ein bisschen bewegt und zugenähte Augen hat. Das stelle ich mir nicht so schön vor. Man kann sich schon denken, das ist ein Boss, ein Mini-Boss. Man kann sterben, wenn man nicht aufpasst, weil der einen Insta-Kill-Move hat. Aber an sich ist der jetzt gar nicht mal so schwer. Also, wenn man vorsichtig kämpft, sollte das gehen. Das waren schon alle Items, wenn ich mich nicht irre. Ja, die Frage ist, welche Waffe nehme ich? Pistole auf jeden Fall nicht. Shotgun oder Sniper vielleicht. Bei TMP habe ich immer noch nicht so viel Munition, da möchte ich schon auf jeden Fall noch sparen. Ich nehme die Shotgun. Ja, komm. Da haben wir auch ein bisschen mehr Munition. So, zack. Zu dem Hebel müssen wir eigentlich nur, also ihn müssten wir, glaube ich, gar nicht besiegen, oder? Ich weiß es gar nicht. Da ist er frei. Und natürlich, da seine Augen zugenäht sind, kann er nicht sehen, aber dafür umso besser hören. Und der kämpft dementsprechend ziemlich wild. Wir müssen... Wo ist er jetzt? Da ist er. Wir müssen diese Glocken hier nutzen. So kann man ihn nämlich an die Wand locken, dass er dann da feststeckt und ihm schön auf den Rücken schießen, denn das ist seine Schwachstelle. Und halt immer versuchen auszuweichen. Boah, okay. Boah. Stimmt, wenn man läuft, also so schnell, so wie ich es jetzt gerade hier mache die ganze Zeit, dann hört er einen und läuft direkt auf einen zu. Und deswegen sollte man das vielleicht nicht machen. Also man sollte aufpassen, wann man es macht. Zack. Zack, okay.
Das kann man natürlich auch nutzen, um den zu sich zu locken, so wie ich es jetzt hier gerade unabsichtlich gemacht habe. Und das war's. War jetzt doch ein bisschen mehr Adrenalin, als ich dachte. Also hat ein bisschen mehr Adrenalin in mir ausgestoßen, als ich es erwartet hatte. Weil ich halt tatsächlich auch nicht weiß, wann er diesen Insta-Kill-Move macht. Also, wenn man läuft und er dich erwischt, ob man dann schon tot ist? Ich glaube nicht, aber ich bin mir halt nicht sicher und deswegen war ich da jetzt doch ein bisschen angespannt. Items gibt's keine mehr, gut. Follow me. Das heißt, es geht weiter und jetzt kommen die Gegner. Ich hab's gewusst, dass die irgendwann kommen in diesem Raum. Na dann komm mal her. Bisschen schneller vielleicht. Ah, Moment. Ich könnte da diese Lampe ausnutzen. Das hat nicht funktioniert. Nein, ich habe jetzt Ashley erwischt. Ernsthaft? Oh mein Gott. Ich meine, das ist was ich schon immer mal machen wollte. Auf Ashley schießen, aber ist der Boss jetzt noch... Ist der Boss jetzt wieder hier? Oh mein Gott, das ist doch... Ich bin so ein Scheiß-Penner, ganz ehrlich. Okay, gut. Zum Abschluss des Parts machen wir den Boss einfach nochmal. Yeah, geil. Oh mein Gott. Ist doch cool, oder? Sind die Items jetzt wieder hier? Das Kraut, ja. Alles wieder hier, gut. Dann sammle ich noch ganz schnell die Munition da oben ein. Zack. Okay, komm. Mach mal's ganz schnell. Ich überspringe das hier. So. Wo ist er? Hinter mir oder was? Nee, da. Links, rechts von mir. Zack. Zack. Okay, okay. Jo. So, ganz langsam zur nächsten Glocke. Also ich würde den Bosskampf echt gerne schnell machen, aber das geht halt nicht. Beziehungsweise geht halt sehr, sehr schlecht. Ohne dass ich da jetzt irgendwie Schaden bekomme. Oh, das war jetzt knapp. Ich habe die Klingen schon an Leons Nacken gespürt, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht, aber psch. Okay, der ist jetzt dort. Lauf, 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 lauf! Okay. Ja, zum Glück dauert das nicht allzu lang, dieser Kampf. Dann legen wir jetzt nochmal schnell den Schalter um. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt auf Ashley geschossen habe, weil die sich ja normalerweise... Also die weicht normalerweise immer aus. Aber das war, glaube ich, genau in dem Moment, wo der Gegner sie gegriffen hat, habe ich halt geschossen. Und sie konnte halt dementsprechend nicht ausweichen. Das war echt eine sehr, 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 sehr... Eine ziemliche... Ziemlich schlechte Abfolge an Dingen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ziemlich unvorteilhaft, das ist das Wort, was ich vorhin gesucht habe. So, dich bringe ich jetzt auch noch ganz schnell um. Parasit, ja, natürlich. Dass noch ein bisschen mehr Zeit geschindet wird. Ist cool, ist cool. Könntest du jetzt, danke. So, ich habe aber gesehen, da waren eigentlich drei von diesen Typen. Also einer ist abgehauen. Wait. Ist der hier? Ja. Jo, Dynamit, jetzt bleib mal ganz ruhig. Armbrust, Alter, weich aus. Oh, Junge. Okay, wieso ist das jetzt... Das sind voll die Sniper, die Typen da. Cerebro,
Der versteckt sich einfach nur noch, der macht überhaupt keine Anstalten mehr zu schießen. Okay, das müssten alle gewesen sein. Ashley, komm mal her. Da ist keiner. Ja, wobei ich glaube, da kommen noch welche. Wie viel Pistolenmunition haben wir noch? Gar nicht mehr so viel. Das heißt, jetzt kann ich wieder zu anderen Waffen greifen. Wobei ich gar nicht mehr so viel Munition habe. Ich will mal so eine Blendgranate benutzen. Das habe ich nämlich so gut wie nie gemacht. Was genau macht das? Okay. Ah, die kann ich dann treten. Nice. Dann kann ich die hier einfach ein bisschen messern. Da kann man so ein bisschen Munition sparen. Ist auch ganz cool. Nicht schlecht. Okay. Ich würde jetzt eigentlich vor dieser Tür Schluss machen, aber... Ja, okay, nein, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Ich laufe jetzt zurück zur Schreibmaschine, weil ich jetzt meine Aufnahmesession beenden möchte. Deswegen mache ich das jetzt einfach im Part, bevor ich es nach dem Part mache. Es macht eigentlich keinen Unterschied, aber... Ne? So, jetzt kann ich hier speichern und die PS4 ausschalten, dann ist das... Alles easy. Ihr habt ja den Raum gesehen, der als nächstes kommt. Ganz, ganz, ganz viele Gegner. Auch das ist eine Stelle im Schloss, die ich überhaupt nicht mag. Genauso wie den Anfangsbereich. Wir werden sehen, wie ich mich dort schlage. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein und ciao.